Das Essen an deutschen Schulen war bisher eher nicht ein Gourmet-Erlebnis. Während DDR-Schüler unter dem säuerlich-stinkigen Geruch von gekochten Nieren litten, gab es in den wenigen westdeutschen Schulkantinen vor allem lauwarme, matschig-pampige Großküchenkost. Nun aber steigt bundesweit die Zahl der Ganztagsschulen und damit der Anspruch auf einen gesunden Mittagstisch. Die nordrhein-westfälische Gesamtschule Waltrop macht vor, wie man Schülern Essen serviert, das pommesfrei und dabei auch noch preiswert ist. Hier schnipselt der Ganztagsschüler selbst. Mit vereinten Kräften entsteht in der Gesamtschule Waltrop mittags ein gesundes Schulessen. Für 3 Euro isst jeder, was und wie viel er will. Ein Konzept, das schmeckt. Früher ist man zur Pommesbude, zur Dönerbude gegangen, wo die Sachen dann fettiger sind. Und hier ist es dann, dass man schon mal mehr einen Apfel isst oder auch an die Salatbar geht. Für dieses Salatbuffet sorgen die Schüler. Den Rest erledigt ein Profi-Caterer. Bloß, der liefert nicht mehr lauwarm Verkochtes, sondern vorbereitete, gekühlte Speisen, die dann in der Schule auf Punkt fertig gegart werden. Die Vitamine bleiben erhalten und so schmeckt das Gemüse auch. Knackig statt Pampe. Doch das ist leider die Ausnahme. Zu fettig, zu süß, zu viel Fleisch. So sieht die Realität in den meisten Schulkantinen aus. Für Schulspeisepläne gibt es bislang keine verpflichtenden Standards. Nach unseren Recherchen müssen wir feststellen, dass ca. 80% der Schulen leider nicht in der Lage sind, ein qualitativ hochwertiges Essen zu liefern. Und ein weiteres Problem ist die mangelnde Zahlungsbereitschaft und Zahlungsfähigkeit der Eltern. Hier ist die Schmerzgrenze häufig schon bei 2,50 Euro erreicht. Um für kleines Geld gesundes Essen anbieten zu können, arbeiten in der Waltropper Gesamtschule alle mit. Da muss dann auch das Schülerspülteam ran.